32. Landesfest in Ramstein-Miesenbach. Auf 29 Veranstaltungsflächen feierten die Rheinland-Pfälzer ihr 32. Landesfest an diesem Wochenende in Ramstein-Miesenbach. Mit über 11 Bühnen, 4 Ausstellungen und über 250 Ständen. An 3 Tagen gaben sich Künstler wie Lena, Max Mutzke und Joy Fleming auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein-Miesenbach die Ehre. Wie immer kostenlos. Zum Höhepunkt des Landesfestes, dem Festzug am Sonntag, waren zahlreiche Ehrengäste geladen. Der Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein-Miesenbach, er ist der Rheinland-Pfalz-Tag der kurzen Wege und der Internationalität. Viele junge Menschen sind hier aktiv. Und wie immer, das ist aber bei allen Rheinland-Pfalz-Tagen so, ganz, ganz viele Menschen sind ehrenamtlich unterwegs. Etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schufen über 100 kreative und engagierte Beiträge für den Festumzug. Ein Rheinland-Pfalz-Tag der Gastfreundschaft, der Internationalität und der kurzen Wege bot über 150.000 Besuchern ein ambitioniertes Programm. Wie gefällt Ihnen denn? Ja, super, klasse. Also, was hier an Publikum ist und Leute herkommen, finde ich super. Gut, gefällt es mir hier. Also als Außenstehender finde ich das also ganz interessant. Und dass Sie das in so kurzer Zeit auch auf die Beine gebracht haben, Respekt. Also eine sehr schöne Stimmung haben Sie hier. Die Leute sind gut drauf. Das Wetter macht ihr sein Gleiches noch dazu. Und wir haben viel Spaß. Zahlreiche Ehrenamtliche machten das 32. Landesfest in Ramstein-Miesenbach zum Erfolg. Ich denke, wir können von hier aus auch anderen Städten und Gemeinden Mut machen und sagen, man kann auch so eine große Sache durchaus anpacken, auch wenn man keine so allzu große Stadt oder Gemeinde ist. Wichtig ist, dass man Menschen hat, die sich begeistern lassen. Top Acts, zahlreiche Events und ein großes Miteinander. Am Landesfest in Ramstein-Miesenbach traf sich Rheinland-Pfalz, um gemeinsam zu feiern. Der 32. Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein-Miesenbach.